Hallo und herzlich willkommen, liebe Freunde und auch Salvete Spectatores, zu einem weiteren Teil von Let's Play Rome Total War mit mir, dem Günner, auch bekannt als Günther Shadow. Wir sind zurück mit dem mächtigen Nubien. Und im letzten Teil haben wir gegen die Römer so ein paar Seegefechte gemacht, oder eins oder zwei zumindest. Die haben, glaube ich, irgendwo hier auch noch ein Schiff. Irgendwo hier in die Richtung, aber ich weiß nicht genau wo. Müssen wir gleich gucken, ob wir das jetzt schon suchen gehen. Wir haben auch noch ein paar Armeen hier so mit an Bord. Also wir könnten mal auch überlegen, ob wir da ansonsten vielleicht noch ein bisschen, ja, ob wir da noch so ein bisschen was zusammenfassen. Vielleicht geht auch das. Wartet mal ganz kurz. Mach mal diesen hier. Befehle? Befehle? Guck mal. Genau, schmeiß die mal da drauf. Ah ja, fantastisch. Okay. So, könnte hier sein, könnte hier sein. Ja gut, er wird wohl irgendwo hier hinten sein, ne? Das Schiff ist bereit. Ja, da sind auch noch ein paar Truppen drauf. Okay, dann machen wir Folgendes. Du einmal bitte hier hin. Ei, mein Herr. Ei, großer Herr. Ei, großer Herr. Überall Armeen drauf. Ei, großer Herr. Die hätte ich halt schon ganz gerne irgendwie in der Nähe, ne? Okay, also wenn er dann, wenn er hier hinfährt, ja, pass auf, zeig mal gerade. Setz die Segel. Okay, da ist keiner. Ei, gut. Mein Herr, wir können jetzt nicht weiter sein. Ja. Sind bereit. Wie machen wir das denn jetzt? Nimm mal noch einen Spion mit. Sind bereit. Sind bereit. Ja, gucken wir hier unten. Mein Herr. Ei, mein Herr. Ah, da unten ist er. Okay. 48, wow. Angriff! Sieg! 26 sind es da noch, okay. Momentan geht das nicht weiter, Sire. Ja, er muss dann irgendwie so hier runter. Ja, okay, ja, den erwische ich jetzt aber nicht mehr, ne? Ja, mach's mal bitte hier ein Schiff, ne? Hier bitte auch noch ein Schiff. Ja, und hier brauchen wir noch mehr, ja, noch mehr Trüppchen. Okay. Alexandria, können wir sogar die Steuern nochmal erhöhen, Alter. Sehr hoher Steuersatz. 31.000 Mann Bevölkerung. Also Mann und Weib. Mann und Weib Bevölkerung. Ah ja, jetzt haben wir auch hier die Handelsroute. Ja, komm, mach noch hier Soldätchen. Wir nehmen die jetzt einfach mit, denn wir schicken die nach Hatra oder sowas. Und lösen die dann da auf. So, Suep ist irgendwie. Oder nach Tarsus. Ja, in Tarsus waren wir schon, ne? Tarsus haben wir so schnell aufgelöst. Hatra auch. Okay. Dann schicken wir sie hier rüber nach Ankyra und nach Sardes. Und lösen sie dann da auf. Habe ich auch schon ein paar Truppen bewegt. Ja, ansonsten war ja auch, glaube ich, so alles gemacht eigentlich im weitesten Sinne, ne? Ja, spielen hier du nochmal hier. Spielen hier du nochmal hier. Ja, einen lässt du mal da drin, falls noch einer kommt. Da auch. Da ist so viel Aufruhr. Ich weiß halt nicht, könnte das ansonsten... Das könnte auch so ein Problem sein. In Petra auch. Petra auch, ne? Das könnte halt auch an den Regionen halt einfach liegen. Ja, das wird hier, glaube ich. Ja, ich glaube, das mit den Agenten rekrutieren, das ist hier sinnlos. Das wird halt. Also, diese. Bürgerkriege oder Kriege der ganzen Stämme untereinander, gegeneinander und so weiter und so fort. Das wird hier dadurch repräsentiert, dass die alle irgendwie, ja, dass die halt alle irgendwie Unruhe haben, ne? Also waren ja auch Provinzen, mit denen die Römer immer Schwierigkeiten hatten. Niemand wird mich sehen. Bekannterweise. Du kannst jetzt erstmal bleiben. Meine Augen sind ja, gut, das ist alles sehr angeschlagen, was da drin ist. Also da mache ich mir jetzt nicht so große Sorgen. Meine Ohren sind eure Ohren. Ja, komm mal mit deinen Ohren ein bisschen hier hoch. Unbemerkt. Meine Ohren sind eure Ohren. Spioniere. Ha! Gelöffelt, okay. Ja, komm, nächste Runde.
Interessant ist jetzt, was machen die Römer? Was machen die Skipionen? Was machen die mit ihrer Armee? Ui, der hat's überlebt. Okay, jetzt haben wir ihn doch erwischt. Agent entdeckt. Konnte fliehen. Jetzt haben wir ihn abgehauen. Alexandria baut den Basar. Dann bauen wir den großen Basar. Bostra, wobei, ich würde ja jetzt auch ganz gerne noch gucken, wie groß können wir mit diesen Städten noch werden, ne? Wir machen mal die Hinrichtungsstätte. Ich glaube, die ist ganz gut gegen den Aufruhr hier in der Stadt. Ja, den eindrucksvollen Tempel. Safe. Damaskus, den Rüstungsbauer vielleicht? Auch eine Akademie würde hier auch nicht schaden, ne? Die Akademien darf man nicht unterschätzen. Ne? Warte mal, nee, mach das mal noch nicht. Ja, aber bleib mal hier bei der... Ja, bleib mal hier dabei. So, mach's noch den hier mit. Müssen wir gleich noch gucken, was wir da in Rhodos machen. Hatra hat den Tempel fertig. Dann bauen wir den Tempel auch noch weiter aus. Fortbildung machen wir noch nicht. Halikarnassos hat jetzt den Hafen. Dann bauen wir die Straße. Die Straße geht ja schnell. Susa hat diese Bäderanlage fertig. Dann haben wir hier noch diesen Zarathustra-Schrein. Achtung, wird laut. Ach, mein Susa noch den Horus-Tempel. Okay, nice. Die Steinmauer von Kydonia ist gut. Der Typ ist 36. Dann machst du mal auch hier eine Akademie hin und danach machen wir dann den Horus-Tempel fertig. Ankyra hat den Imhotep-Schrein. Jawohl. So nämlich. Massaker hat Gebäude repariert. Okay. Die Hotte Hüs fortbilden, das müssen wir auch noch. Müssen wir mal gucken, ob wir mit der Armee da so drin stehen bleiben. Ereignisse einer Seite. Torhem Philopater bekommt einen Arzt und einen Architekten. Na, was habe ich gesagt? Okay. Boom. Okay. Die Wolle Memphis. Wie alt ist er? 63. Ach komm. Schick den nochmal. Schick den nochmal in die Lehre. So, wir basteln mal hier gerade noch ein bisschen was an Truppen zusammen. Yes, okay. Okay. Hauptmann Ptolemy. Gib ihm. Angriff! Ja, 20. Oh. 48 Verluste zugefügt. Okay. Fähr dahin. Wollen wir jetzt aber hier ganz genau sehen. Sieg! Sieg! Ei, großer Herr! Bereitet euch auf den Kampf vor! 73. So 45. Sieg! Das Schiff ist bereit! Ei, großer Herr! Ei, großer Herr! 44. Bereitet euch auf den Kampf vor! Das
Wer gehört euch? Oh, das wird jetzt Herr? Das wird jetzt biestig. Ei, großer Herr. Ei, großer das wird jetzt Herr? Biestig. Sitz bereit. Bereit mache zum Angriff. Okay, er darf da auf gar keinen Fall raus. Oh shit, das war jetzt nicht so gut. Aber okay, okay. Sitz bereit. Sitz bereit. Unser Plan, Sparta zu erobern, steht immer noch. Euer Wille ist mir Befehl. Die Garnison in Sparta, die kommt mir gerade recht. Spioniere. Meine Ohren sind eure. Spioniere. Meine Augen sind eure Augen. 46% nur? Euer Wille ist mir Befehl. Spioniere. 61% nur? Sitz bereit! Setz die Segel! Meine Augen sind eure. 63% nur. Spioniere. Sind bereit. Ei, mein Herr. Verlasse die Armee. Go. Alle okay, gut, gut, Befehle. Angriff. Siedlung wird belagert, Herr. Die Siedlung wird belagert, Herr. Ei, großer Herr. Sind bereit. Das Schiff ist bereit. Der Schiff ist bereit. Ei, großer Herr. Sind bereit. Ei, mein Herr. Befehle. Ei, großer Herr. Das Schiff ist bereit. Setz die Segel. Fahr schon mal hier hin. Geht es erstmal nicht, Sire. Sind bereit. Hulalala. Setz die Segel. Verlasse die Armee. Runter von den Booten. Weiter geht es nicht, Sire. Mächtiger General. Okay, also, ich speichere das. Wir haben zwar ja, die... Armee der Römer jetzt nicht versenken können. Aber wir haben immerhin die komfortable Situation, dass wir Sparta angreifen können, ne? Ei, großer Herr! So, wo ist jetzt sein Schiff unterwegs? Ei, großer Herr! Ja, mächtiger Herr! Ei, großer Herr! Dann greift den doch mal an. Bereitet euch auf den Kampf vor! Boah, Alter. Hat er jetzt noch 21 übrig? Sieg! Ach du Kacke. Ja, mächtiger Herr. Weiter geht es erstmal nicht, Sire. Ei, großer Herr. Ja, mach den halt noch mit dazu. Das Schiff ist bereit. Ich weiß nicht, ne? Jetzt schippert der irgendwo da hinten in der Weltgeschichte rum. Das schmeckt nicht so, ne? Okay, gut. Dann werden wir einen Quicksave gemacht worden. Also, wenn wir jetzt angreifen. Wir kriegen die Verstärkung noch nicht. Aber wir erobern Sparta. Mächtiger General. Niedriger Steuersatz. Reparieren. Und bauen wir das Ding hier. Was haben wir hier? Tempel der Nike. Erfahrungsbonus plus 2. Wir können auch irgendwelche Waffen hier offenbar verbessern. Also hier können wir auf jeden Fall Erfahrungspunkte dazu packen, ne? Befehle? Okay. Meine Ohren sind eure Ohren. Gut. In Bewegung. Nummer 1 schießt mir direkt mal wieder da hoch. Mein Nummer 2 schießt mir direkt wieder dahin. Meine Ohren sind eure Ohren. So könnte ja jetzt sein, dass er direkt versucht hier anzugreifen, ne? Mächtiger General. Sind bereit. Das Schiff ist bereit. Sind bereit. Ja. Ja, ja, fahren wir hier runter. Herr, momentan geht es nicht weiter, Sire. Befehle? Das Schiff ist bereit. Sind bereit. Ei, großer Herr, sind bereit. Das Schiff ist bereit. Das Schiff ist bereit. Die Flotte da oben ist leider ein bisschen schwach. Sind bereit. Sind bereit. Sind bereit. Ja, aber das wird klappen.
Meine Augen sind eure Augen. Spioniere, shit. Meine Augen sind eure Augen. Also immer dieses Drecksrisiko hier. Okay, du machst hier gegen Spionage. Naja, du machst hier die ganzen Kavallerie-Jungs. Ja, wer will da jetzt gerade wohin? Marschieren! Verdammt gute Frage. Wer will da jetzt wohin? Meine Ohren sind eure Ohren. In Bewegung. Weiter geht es nicht, mein Gebieter. Meine Augen sind eure Augen. In Bewegung. Wir sitzen fest. Lauf hier weiter. Herr. Meine Augen sind eure Augen. Spioniere. Ungesehen, unbemerkt. Wir sitzen fest. Großer Herr, euer Wille ist mir Befehl. Ungesehen, unbemerkt. Meine Ohren sind eure. Niemand wird mich sehen. Befehle? Marschieren! Mein Gebieter, greif den Feind an! Sieg! Ja, lauf mal weiter. Weiter geht es nicht, Sire. Euer Wille ist mir Befehl. Euer Wille ist mir Befehl. Niemand wird mich sehen. Wir sitzen ja. Weiter, weiter, Truppen, Truppen. Mächtiger General. Wenn wir die Armee nicht komplett verlieren, dann ist damit schon was gewonnen. Rekrutieren, rekrutieren, rekrutieren. Rekrutieren, rekrutieren hier weiter, weiter, weiter. Ja, wir müssen da wieder aus dem Vollen schöpfen. Hier habe ich fortbilden gesagt, ne? Okay. Ja. Meine Augen sind eure Augen. In ja, Bewegung. Gut, wie alt ist der? 42. Ja, der kann hier sich so ein bisschen umgucken. Okay. Das hier ist alles soweit in Ordnung. Sire? Der ist 44. Okay, wenn du jetzt da rausgingest. Mein Gebieter? Marschieren! Vorwärts! Und mir hier mal so einen Wachturm hinbaust, dann haben wir das Meer etwas besser im Blick. Sehr schön. Das Schiff ist bereit. So, was machen wir jetzt mit dem? Gebieter? Mein Gebieter? Also du musst hier. Mächtiger General. Sire. Befehle? Vorwärts. Sire. Vorwärts. Okay. Sind bereit. Ei, mein Herr. Weiter! Befehle? Befehle? Vorwärts! Ja, da sind ja jetzt noch mehr Truppen drin, die wir gleich wieder mit rausnehmen können, ne? Noch ein paar Agenten hier, ne? Das Schiff ist bereit! Das Schiff ist bereit! Ei, mein Herr! Euer Wille ist mir Befehl. Spioniere sie aus. Setz die Segel! Setz den mal hier ab und dann mal noch hier rüber. Setz die Segel! Momentan geht das nicht weiter, Sire. Ja, wir versuchen es direkt, ne? Wenn das halt mit den 75% nicht klappt, dann
war es das halt vielleicht auch nicht wert. So, ja. Mein Gebieter? Jetzt haben wir hier ein bisschen was an Truppen. Die können wir doch mal guten Gewissens dahin schicken. Stoßt vor. Weiter geht es nicht, Sire. Ohne dass wir hier irgendwas auflösen wollen, nicht wahr? Wir sind umzingelt! Das probieren wir mal. Aber warum ist die Stadt jetzt gerade belagert? Der Sieg ist nahe. Wenn alle ihre Pflicht tun, werden wir heute Nutzen daraus ziehen. Legt euch ins Zeug und alles wird gut. Legt euch ins dumme Zeug. Legt euch ins dumme Zeug und alles wird gut. Was wäre, wenn ich die mal hier hinstellen würde? Nicht hier verstecken. Befehle erfüllt, großer Herr. Nubische Speerträger. Nicht viel gegen machen tatsächlich. Okay, schnell weg jetzt hier, komm. Ich hätte gerne noch die anderen Einheiten aufgerieben, aber das haut jetzt gerade nicht hin.
Wie ein Geisteskranker versucht er jetzt hier gerade meine Kavallerie zu jagen, oder was? Ne, der haut ab. Dann soll er abhauen. Es hätte eigentlich ganz gut klappen können, wenn wir noch zwei Kavallerieeinheiten mehr gehabt hätten, aber er hatte halt hier das Glück, dass seine Infanterie sich wieder umgedreht hat und dann hier aushelfen konnte, ne? Sonst hätten wir die Fernkämpfer auch noch bekommen, also oder dann hätten wir sie besser bekommen. Und Ziel war es ja eigentlich, die flüchtenden Einheiten aufzureiben, ne? Ja, okay. Gut, ja. Ein ruhmreicher Sieg. Tatsächlich mit einer relativ schwachen Truppe jetzt hier belagert. Der Tod geht um. In Sidon. Hui. Dann bauen wir mal die Bäder danach. Ja, okay, dann gehen wir einmal den Baubericht durch Kyrene. Jo, das passt doch eigentlich. Pass auf, bauen wir noch die Steinmauer, weil Kyrene einfach so exponiert ist. Also ich meine, ne, ob wir es tatsächlich brauchen, ich weiß es nicht. Ist vielleicht aber ganz okay. Wir bauen den großen Bazar in Antiochia. Halikarnassos hat jetzt diese Straße fertig. Dann schlage ich hier tatsächlich vor, die Schiffswerft zu bauen. Susa hat den Horusschrein, dann bauen wir den Tempel aus. Dumata hat die Statthaltervilla, dann, ja. Was macht man dann jetzt als nächstes? Wir müssen bei Zeiten halt gegen die Rebellen hier vorgehen. Das ist aber mit 2000 Mann hier in dieser Siedlung auch einfach kein gutes, also kein gutes Unterfangen, was wir halt hier so haben. Machen wir diese Pflasterstraße, dann sind unsere Truppen da wenigstens schneller. Pergamon wird jetzt belagert, hat den Schmied fertig. Ich glaube nicht, dass er es schafft, aber ist okay. Können wir jetzt auch erstmal nichts weiter ausbauen. Massaker hat die Kanalisation gebaut. Wäre die Pflasterstraße vielleicht jetzt als nächstes auch wieder sinnvoll, damit wir, ne, also damit wir halt hier die Fortbewegung eben entsprechend ausnutzen können. Ein bisschen mehr Infanterie wird hier gut sein. Und Sparta wird ja jetzt gerade belagert. Gut, die Fortbildung, das hat ja relativ gut geklappt. Ich weiß nicht, ob er das so einfach da bekommen kann. Zeig mal. Ja, das sind keine Nubier, das wäre es sonst gewesen, ne? Vielleicht schwere Onaga. Besten ägyptischen Armee. Steht da irgendwo, dass die aus Nubien kommen oder so? Das wäre es jetzt natürlich, ne? Nilkavallerie. Sind Speerträger, die mit Kettenmaßen ausgerüstet Schläge. Unter der Elite der ägyptischen Gesellschaft rekrutiert. Das muss Nubien sein, ne? Die Elite der ägyptischen Gesellschaft, oder? Coole Idee. Okay. Ja, das ist Pergamon von Pontus, okay. Der Komendotep Philopator hat geheiratet. Der Pamon kriegt Chirurg, Myrrhe und Achmose. Okay. Ja, Rekrutierungsbericht, den können wir uns, glaube ich, mal gerade schenken. Okay, gut, sehr gut. Also sein Schiff steht noch hier vor Ort. Dann greifen wir den jetzt nochmal an. Nice, okay. Gut, 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 gut. Ja. Ei, großer Herr! Bereitet euch auf den Kampf vor! Versenkt sie! Wir schicken Sieg! Sie auf den Meeresgrund. So, was hat er jetzt? Oh Gott! Oh Gott! Oh Gott, oh Gott, oh Gott! Alter, was ist hier los?
Unsere Einheiten hauen doch schon ab, wenn die Prätorianer nur sehen, oder? Ach du Heilige. Zusammengekehrt der Trash des Landes. Ei, großer Herr, sind bereit. Das Schiff ist bereit. Das Schiff ist bereit. Ah, okay, ich dachte schon, da wäre gar keine Garnison drin. Das wäre zu schön gewesen. Fahr mal hier hin. Setz die Segel. Das Schiff ist bereit. Das Schiff ist bereit. Ei, großer Herr. Ei, großer Herr. Sind bereit. Ei, großer Herr. Okay, du hier. Ja, mächtiger Herr. Ei, großer Herr. Sind bereit. Sind bereit. Sind bereit. Sind bereit. Das Schiff ist bereit. Ei, großer Herr. Sind bereit. Das Schiff ist bereit. Sind bereit. Ja, mächtiger Herr. Sind bereit. Sind bereit. Das Schiff ist bereit. Sind bereit. Das Schiff ist bereit. Ei, wo ist der jetzt? Ah, der ist irgendwo da hinten hin, ne? Das Schiff ist bereit. Das Schiff ist bereit. Ja, mächtiger Herr. Wir können jetzt nicht weiter sein. Ei, großer Herr. Sind bereit. Ah, der versenkt, sehr gut. Sieg! Awesome. Sind okay. Bereit. Sind bereit. Wunderbar. Ei, großer Herr. Ei, großer Herr. Das Schiff ist bereit. Wobei es hier jetzt auch eher darum ging. Ja, mächtiger Herr. Meine Ohren sind voll. Dass wir die Truppen halt nicht direkt hier vor der Nase stehen haben, ne? Sire, mächtiger General. Weiter. Ich prophezeie jetzt einfach mal, dass der noch zwei Runden durchhält. Das Schiff ist bereit. Setz die Segel. So. Weiter geht es nicht, Sire. Befehle? Schließ dich mal hier an. Das Schiff ist bereit. Ei, großer Herr, sind bereit. Befehle? Stoßt vor. Weiter geht es nicht, Sire. Befehle? Vorwärts. Zwei. Befehle? Sire! Stoßt vor! Er könnte belagern, aber ich würde mal behaupten, Sire! Dass wir hier stark genug sind. Befehle? Sire. Um ihn aufzuhalten. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sire. Stoßt vor. So, und dann kannst du dir nämlich Nikomedia angucken, wenn das mit Pergamon tatsächlich ernst meinen sollte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, ne? Befehle? Ja, schick die mal noch nach Sardis. Geht es ja nämlich weiter mit dem Rekrutieren. Da geht er jetzt leider nicht. Da geht auch nicht unbedingt. Meine Ohren sind eure Ohren. Ja, lauf du mal hier rum. Ungesehen, unbemerkt. Und den schätzt mal hier drauf. Vielleicht hat jemand Bock, dich anzugreifen. Befehle? So, 1, 2, 3, 4, 5. Mächtiger General. Pass auf, mach die zwei raus. Mächtiger General. So, 1, 2, 3. Befehle? 4 stehen wir immer so hin. Stoßt vor. Befehle? Weiter. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Befehle? Befehle? Sire.
Einen mehr kannst du noch mitnehmen. Denn einen rekrutieren wir ja nach. Und dann sind wir so halbwegs ready für Sinope. Meine Ohren sind eure Ohren. Ungesehen, unbemerkt. Ja, ich spiele den nochmal aus. Wir brauchen halt die. Brauchen auch so ein bisschen Erfahrung halt mit dem. Die Tarnung ist mein Mantel. Ungesehen, unbemerkt. Wir können nicht weiter sein. So, dann geht's hier weiter. Auch noch ein Schiff. Ja, hier machen wir mal erstmal Nickes. Mächtiger General. Er ist in die Stadt nochmal rein. Dann belagern wir ihn. Irgendwann. Das war blöd, habe ich nicht aufgepasst. Aber ja, du hast ja einfach so wenig Bewegungsreichweite. Euer Wille ist mir Befehl. Ungesehen, unbemerkt. Wir können nicht weiter sagen. Ich finde dieses Motto mit dem Ungesehen, unbemerkt irgendwie so witzig. Ich weiß auch nicht warum. Alter, hier ist noch der Rentnertyp, ne? 76, Raumschiff-Rentnerkreis. Greift den Feind an! Oh yes, greift den an. Sieg! Greift den Feind an! Sieg! Und Ehre. Marschieren. So. Ja, das dauert hier noch ein bisschen. Weiter. Mehr Truppen. Ja, warte mal, wenn wir übrigens schon dabei sind, kannst du den angreifen? Greif den Feind an! Sieg! Wieder zurück. Marschieren! Mächtiger General! Befehle? Das ist ein Bauer. Angriff! Der Sieg ist unser, o Mächtiger! Vorwärts! Hurra, echt jetzt? Kacke. Ja, das könnte jetzt nochmal bitter werden für eine Runde. Ja, toll, wenn wir da jetzt Einheiten hinstellen könnten, ne? Ah, aber doch, warte mal, vielleicht. Mächtiger General. Das ist nicht aller Tage Abend. Ach shit, ich hab so doch alle rausgezogen. Ah, Mann, Alter. Mächtiger General. Ja, so blöd, okay, ja. Ich dachte, das haut hin, aber nein. Falsch gedacht, Günner. Falsch gedacht. So, hier hoch, bitte. Wir sitzen fest, mächtiger Herr. Sire! Okay. Ja, ansonsten passt das mit den Tempeln. Puh, ich hoffe, ich habe an alles gedacht. Man greift nicht an die Feiglinge. Der greift an. Let's go. Ich meine, wir haben nicht so viel, oder wir haben tatsächlich nicht so viel Infanterie, ne? Das ist der Nachteil hier. Einheiten! Einheiten! Sperrträger! Sperrträger! Standardformation! Sperrträger! Sperrträger! Einheiten! Sperrträger! Einheiten! Sperrträger! Bewegung! Bewegung! Einheit,
Speerträger, logische Speerträger. Komm mal ein bisschen zurück. Dass er gleich kommt, ne? Aus irgendeinem Grund kann er auf mich schießen. Wow. Schießen aus dem Wasser. Sie greifen uns an. Ach du Heilige. Das kann dich ja. Aber um welchen Preis? Wow, ich wusste gar nicht, dass die im Wasser fahren können. Ist voll der Hit. Okay, geht's schneller. Ja, wir müssen das jetzt aushalten, ne? Zwar gottlos, aber vom Timing her auch gottlos, aber ja. Nur die Kappadokia bitte. Ich meine, guck mal, wie der drückt uns gewissermaßen. Euer General wurde getötet. Ja. Das könnte Panik in eurer Armee auslösen. Ach, so ein bisschen, ne? Du meinst nicht zufällig, weil das lag nicht zufällig daran, weil der unsere komplette Infanterie da reingedrückt hat. Ins Wasser. Ach, come on, das ist jetzt albern. Bitte. Okay, weißt du was? Wir gucken, dass die Sensenstreitwagen noch alles irgendwie rausholen, ja? Wo sind denn seine Sensenstadt? Weil wir fahren immer noch da hinten rum, ne? Okay. Aha. Ah, ne, warte mal, das sind die Wagenbogenschützen jetzt, okay. Ah,
Ja, das, ich meine, das ist ja vorbildlich, dass der da hinten rumfährt, aber... Wir müssten zumindest irgendwie noch versuchen... Falls er noch irgendwie kappadozische Reiter hat, dass wir die ausschalten, aber das scheint auch nicht so ganz zu klappen. Und das war's, haut ab. Okay. Ja, jetzt natürlich klar, wenn wir eine andere Aufstellung gemacht hätten, dass wir die Stärke auf die andere Seite rüberlassen, also wenn wir die Infanterie weiter hinten positioniert hätten, dann hätte das besser geklappt. Das Problem ist, es war halt auch nicht so viel Infanterie, aber da muss ich mir den Vorwurf gefallen lassen, dass ich das hätte besser machen können. Ja. Okay. Oh, die Römer haben hier die Belagerung abgebrochen, das ist gut. Dann machen wir hier einen kurzen Cut und sehen uns im nächsten Teil wieder. Macht's gut, bis dahin. Pax Vobiscum und Valete.